Hallöchen, hallo, ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem Magazin, wo ihr mehr über Newcomer-Bands aus der Region erfahrt. Und ich möchte euch zurückführen in den September zur sechsten Newcomer TV-Nacht aus der Portstraße Jugend und Kultur, Oberursel, am Fuße des wunderbaren Taunuses. Ihr wisst es ja. Ich habe zwei Bands für euch vorbereitet. Einmal eine Band, und zwar Der Kern, Rock-Crossover mit deutschen Texten, direkt aus Mörfelden-Walldorf. Und die Jungs sind auch schon seit einiger Zeit unterwegs, haben viele Tage gesehen, haben sich richtig auch gerade in Pandemiezeiten in ihren Proberaum eingeigelt. Und daraus ist eine wilde Melange entstanden, die ich euch jetzt in einem kleinen Konzert Ausschnitt aus der sechsten Newcomer TV-Nacht vorführen möchte. Deswegen einen Riesenapplaus von euch und Begeisterung will ich spüren für Der Kern. Es ist in der Tat das erste Online-Konzert, das wir machen. Wir machen das natürlich lieber mit Leuten, das ist ja vollkommen klar, weil das einfach für die Atmosphäre wichtig ist, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch so hinkriegen. Ja, auf jeden Fall, weil letztendlich ist es natürlich schwierig, also ich sehe das immer so, es ist wie im Fernsehstudio halt und die Kameraaugen sind letztendlich die Augen des Publikums, man muss sich sehr viel vorstellen. Habt ihr für heute ein extra Programm zusammengestellt oder sind es eure Lieblingssongs oder sind es Songs aus dem aktuellen Album, was dürfen wir erwarten? Wir haben das so gestaltet, wie als wäre das ein ganz normaler Auftritt von uns. Also das ist jetzt nicht speziell zusammengestellt.
Das sind neuere Lieder dabei, es sind ältere Lieder dabei und das ist also, wir sehen das wie einen ganz normalen Auftritt. Kannst du mir sagen, der Kern, ist es eine alte Männerfreundschaft seit dem Kindergarten oder wie habt ihr euch gefunden, weil die eure Legende sagt, seit 1997 aus Möhrfelden-Walldorf kommt ihr aus der Ecke und seit 97 seid ihr zusammen. Kennt ihr euch schon von früher oder habt ihr euch gegenseitig gecastet oder ist es eigentlich deine Band und die anderen wissen es gar nicht? Nein, das ist also schon unsere Band, das ist insgesamt so gewachsen über die Jahre. Es ist in der Tat so, dass wir uns schon viel, viel früher gekannt haben, aber erst später dann zum Kern zusammengekommen sind. Also die meisten sind ja auch aus Möhrfelden-Walldorf und wir kennen uns schon ewig und sind aber eigentlich über viele, viele Umwege erst dann zum Kern gekommen. We'll be right back.
schau dich mal um, sieh mal genauer hin, mach dir ein Bild und such nicht nach dem Sinn. Für Hektik und Chaos, Belanglosigkeit, Stumpfsinn und Dummheit, vergeudete Zeit. Gespielte Stärke, Streben nach Macht, das Schicksal der anderen zu selten bedacht. Siehst du vielleicht, was uns keiner sieht? Die ungeschminkte Wahrheit, vor der jeder flieht. Kannst du es sehen? Kannst du es verstehen? Zeit, was zu ändern. Du fühlst es doch auch. Genug gesehen, bist du gescheitert beim Versuch zu verstehen, warum Hass und Gewalt zu unserem Leben gehört. Fremd und kalt und manch so viele Menschen zerstört. Egoismus und Habgier machen sie blind, verschließen ihre Augen vor dem, was sie sind. So viele Seelen, die nach Hilfe schreien, nicht in der Lage, sich selbst zu befreien. Kannst du es verstehen? Zeit, was zu ändern. Du fühlst es doch auch, was zu ändern. Du willst es doch auch, was zu ändern. Zeit, was zu ändern. Kannst du es verstehen? Ebenfalls wahnsinnig Spaß gemacht hat es mit dem nächsten Künstler, uns mit ihm zusammenzuarbeiten. Er wollte eigentlich mit Band kommen, ist dann doch alleine mit seiner wunderbaren Akustikgitarre und seiner fantastischen Art, seine Lyrics mit seiner Stimme umzusetzen, seinen Gesang, seinen Voices, ist er vorbeigekommen. Und zwar handelt es sich um Ole Peng, Singer-Songwriter aus Hanau, der eigentlich im Grunde genommen schon mit 12 Jahren angefangen hat, Musik zu machen, immer wieder mit Pausen, Breakdowns und was weiß ich, also auf und ab, es geht wild zu in seinem Leben. Ein Multi-Instrumentalist jetzt für euch mit Gitarre und Gesang, und in dem Interview werdet ihr mit Sicherheit, was dann auch noch heute kommt, eine Menge über ihn erfahren. Also hier jetzt mit eurer Wahnsinns- und ungespielten und ungeteilten Begeisterung Ole Peng! Ja, Seppel, das ist jetzt, da kriegst du jetzt auch direkt die Marie mal präsentiert. Du hast einen ganz besonderen Charme an dir. Ich seh schon, wie du für mich tanzt. Das rote Licht steht dir echt wunderbar. Du funkelst wie ein Diamant. Lass mich rein, lass mich raus. Knips mich an und knips mich aus, wie du es brauchst. Kopf geht an, Kopf geht an. Und bin ich dran, wann kommt der Kerl denn endlich raus?
zahl dir mehr als nur dein Preis. Ist das denn kein echter Liebesbeweis? Na, 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 Marie. Mann wie du gehört doch nicht hier. Das ist kein ehrenwertes Haus. Gib mir ein Zeichen, du ein Wort von dir. Schwör's, ich krieg dich hier schon raus. Komm, wir laufen beide fort an einem weit entfernten Ort, weit fort von hier. Ich schwör's, sie finden uns dort nicht. Lass sie schwärmen wie die Motten um das Licht. Marie, Marie, dein Name klingt wie Poesie. Eine wie dich sah ich noch nie, nicht mal in meiner Fantasie. Marie, Marie, bei uns da stimmt all die Chemie. Ich zahl dir mehr als nur dein Preis. Ist das denn kein echter Liebesbeweis? Marie. Ist das kein Liebesbeweis? Marie. Ist das kein Liebesbeweis? Es ist ein super Tag, eine super Veranstaltung. Ich bin froh über all diese Bands und vor allen Dingen, ich bin froh über Ole Peng. Hallo, dass du hier bist. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ich hier bin. Großes Kino. Weil es sollte ja schon mal sein im Frühjahr, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Wie auch immer. Und dann war es so, dass du mit Band kommen wolltest, aber jetzt bist du alleine da und ich bin einfach froh, dass du da bist und freue mich total. Ja, wie das halt im Leben so manchmal läuft. Also steckst nicht drin und plötzlich in einer anderen Konstellation kommt wir es dann. Wir sind ja jetzt seit anderthalb Jahren praktisch gewöhnt. Wir müssen improvisieren, weil Corona hat alles an die Wand gefahren. Ich will jetzt gar nicht über Corona reden oder so, aber trotzdem interessiert mich natürlich total, wie das für dich war, wie du dann gearbeitet hast, weil du warst vorher ja auch live unterwegs. Dann ging das nicht mehr. Du hast dich wahrscheinlich in dein musikalisches Labor eingeschlossen und warst kreativ in deinem Studio. Ja, in der Tat. Ich habe mich die meiste Zeit eigentlich im letzten Jahr im Keller verbarrikadiert im Studio und habe eigentlich mehr oder weniger zum Leidwesen meiner Frau, meiner Familie, eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit nur aufgenommen. Und es war schon so eine Selbstfindungsphase, eine ganz interessante. Wir sind auf unserer Lichtung im Wilhelmsbader Park. Sonne scheint durchs Blätterdach, was für ein schöner Tag. Nur du und ich, mehr brauch ich nicht. Und die Zeit steht still. Du schaust mir in die Augen, der Himmel war noch nie so nah. Direkt in meine Seele, nie zuvor war jemand da. Du bist mein Licht, wenn diese Welt zusammenbricht. Und wir drehen uns im Kreis, alleine nur wir zwei. Und wir sind vor Glück wie Hai. Du bist mein Licht, wenn diese Welt zusammenbricht. Die Vögel singen uns ein Lied und ich halte deine Hand.
Vertraut sind wir verbunden durch ein unsichtbares Band. Brauchst nichts zu fragen, brauchst nichts zu sagen, es ist alles klar. Und wir drehen uns im Kreis, alleine nur wir zwei. Und wir sind vor Glück wie heim. Komm, wir drehen uns im Kreis, du um mich und ich um dich. Und wir drehen uns im Kreis. Und wir drehen uns im Kreis. Komm, wir drehen uns im Kreis. Und wir drehen uns im Kreis. Alleine nur wir zwei. Und wir sind vor Glück wie heim. Komm, wir drehen uns im Kreis, du um mich und ich um dich. Komm, wir drehen uns im Kreis. Du um mich, ich um dich. Wir drehen uns im Kreis. Du um mich, ich um dich, wir drehen uns im Kreis. Du um mich und ich um dich, du um mich und ich um dich. Und wir drehen uns im Kreis. Die Muse hat dich geküsst mit 12 Jahren. Und die Beatles waren nicht unbeteiligt. Ja, die waren da schon ganz stark beteiligt dran, ja. Ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, das war zwischen dem Song von Roxette und einer Nummer von Modern Talking. Und dazwischen lief Help von den Beatles. Und das, was aus dem Lautsprecher rauskam, das war von einer anderen Welt. Also das hat mich ganz böse gepackt. Und hast du dann gleich Gitarre gespielt oder hast du eher gesungen? Oder wie war das? Also ich bin eigentlich wollte ich immer Klavier spielen. Klavier spielen kann, hat Glück bei den Frauen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, so planungstechnisch, aber das hat sich da nicht umsetzen lassen, weil das auch wirklich teuer ist, so ein Ding. Also früher gab es ja nicht diese Thomann-Kisten für 300 Euro, die du dir irgendwie in die Wohnung stellen kannst, sondern es musste dann schon ein richtiges Klavier sein. Ja, und, war nicht drin und auch wenn du dann mit ans Lagerfeuer willst, ist ein hartes Brot, damit irgendwie wegzukommen. Ja. Vermutlich würde es meistens als Lagerfeuer enden, habe ich mir gedacht, nee, komm, machst du die Akustikgitarre, kannst du noch schnell weglaufen mit. Aber man ist 12 Jahre alt, also das heißt, du bist ja noch nicht so frei. Ja, aber man plant ja schon voraus. Echt, du warst immer schon ein Checker, auch mit 12 Jahren. Nein, auf keinen Fall. Hast du Unterricht gehabt dann gleich, deine Eltern das gefördert oder warst du allein und musstest dich gegenüber deinen Eltern durchsetzen? Musste mich da schon durchsetzen, ganz vehement. Also das ist so, ja, ich hab vorwiegend wirklich noch von Kassetten und Schallplatten gelernt. Ja. Also gehört und gemacht und getan. Und ich habe, glaube ich, 3,5 Jahre Gitarre gespielt, da habe ich meinen ersten Gitarrenlehrer gesehen. Und das war dann auch gleich so eine Nummer mit klassischer Haltung und so einem Zeug. Und das hat mir dann auch ziemlich schnell die Lust am Spiel genommen. Und dann habe ich das auch wieder gelassen. Irgendwann fing das Ganze doch mal an. Gestern hier und morgen dort.
ferne Zeit, ferner Ort. Irgendwann wirst du zweifeln, war es das denn alles wert? Dann heißt es Herz oder Kopf, Herz oder Kopf, Herz oder Kopf, Herz oder Kopf. Irgendwann, irgendwie geriet das alles plötzlich schief. Gar kein Halt, gar kein Trost. Hoffnung weg, ist hoffnungslos. Irgendwann wirst du leiden für die Sünden dieser Zeit. Herz oder Kopf, Herz oder Kopf, Herz oder Kopf, Herz oder Kopf. Dann heißt es Herz oder Kopf, Herz oder Kopf, Herz oder Kopf. Herz oder Kopf. Irgendwann wirst du leiden bis zum allerjüngsten Tag. Leiden für die Sünden dieser Zeit. Was soll ich sagen? Ich meine, es hat mich so dermaßen geflasht und uns alle, das Konzert von Ole Peng. Und wenn er schon alleine mit der Akustikgitarre so eine Magie verbreitet mit seinen Songs. Ich meine, mein Lieblingssong von ihm ist Marie, euer wahrscheinlich auch. Ich weiß es nicht, ich hoffe. Also wenn er das schon alleine so hinkriegt, dann könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein auf seine Konzerte in der nächsten Zeit mit Band. In der heutigen Sendung Der Kern aus Mörfelden-Walldorf und Ole Peng aus Hanau. Geht auf ihre Seiten. Ich kann es immer nur wieder betonen, weil in diesen Zeiten brauchen die Leute, die Musiker, die Musikerinnen, eure, wie sagt man, den Kontakt mit euch. Und der geht halt im Augenblick nur digital. Ladet sie ein zu euren Gartenpartys, whatever. Also auf jeden Fall nehmt Kontakt auf. Das wäre ganz toll. Und vor allen Dingen hört Virus Musikradio täglich von 17 bis 18 Uhr. 91,8 MHz oder im Livestream auf der Radio X-Seite. Aber das so viel heute, das muss reichen, weil wir sind schon längst über unserer Zeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit von euch. Das war der Seppel und der Jochen an der Kamera, der Seppel am Mikrofon für Newcomer TV. Arrivederci, wir sehen uns bald. Tschüss!